Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, wie lange man hier scrollen muss, um hier bis ganz am Ende der Competition zu kommen, im Tournament Hub bei der Clash of Clans Weltmeisterschaft, also im Qualifier in der ersten Stage. Und ich habe gestern Abend ein bisschen mitgeguckt, aber erstmal willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Man kann sich hier die Clans nicht angucken, aber ich wollte eigentlich ganz gerne mal erfahren, wie weit geht das hier eigentlich, wie viele Clans haben sich angemeldet, denn so einiges kam hier in Deutschland auch nicht mehr so richtig zustande, beziehungsweise ich weiß, dass die GML im letzten Turnier wenig Zulauf hatte. Ich kann mir aber vorstellen, lag vielleicht an den Zeiten, es lag vielleicht an Ferien, Urlaub etc., dass die Leute da zeitnah nicht wirklich die Muße hatten, sich stundenlang vorm Rechner zu setzen und zu betteln. Aber ich habe gestern Abend ein bisschen beim Noobs zugeguckt, ein paar Stunden, hätte ich mal fast gesagt, der war ja schon ein paar Stunden dabei und war ja ein bisschen ruhiger als vieles sonst, aber schöne Kämpfe gesehen da, immer schön 5 gegen 5, RH14 gegen RH14, das ist bei uns im Moment auch so. Wir sind also auch voll im WM-Modus, aber wir machen diese WM, diese Qualifier nicht mit, denn es hat sich hier bei uns im Clan tatsächlich nur ein einziger 14er noch zu Wort gemeldet, der geschrieben hat, ich hätte wohl Lust mal an so einem Turnierchen teilzunehmen, und das war mir dann doch ein bisschen wenig. Jetzt hätte ich mich natürlich als Rathaus 14 auf die Suche machen können und hätte dann mir ein Team hätte suchen können, ja, gar keine Frage, aber dann spielst du auch mit Leuten zusammen, die du nicht unbedingt kennst, ja, vielleicht kennst du dann doch den einen oder anderen, aber ja, da habe ich dann eher so, wenn man sich nicht kennt und sich noch nie so richtig gerochen hat, dann glaube ich, ist es manchmal schwierig, aber die Herausforderer spielen hier einen schönen 5 gegen 5, ich hoffe, das bleibt nicht so, denn wir wollen eigentlich auch mit den anderen hier wieder Clankriege spielen, also Rathaus 13, Rathaus 12, 11 und so weiter. Allerdings muss halt im unteren Teil, habt ihr im vorherigen Video gesehen, muss ich ein bisschen was tun. Und so haben wir hier in B oder entschlossen, spielen wir mal 5 gegen 5. Das sind ganz fünf Leute, die ganz sicher zwei Angriffe machen. Und unser Gegner ist der Gegner Dark Side Soul, übrigens auch ein deutscher Gegner. Viel Glück gegen uns, und allerdings muss ich sagen, einen ganz, ganz kleinen Nachteil haben sie, denn die Base hier von Kuddel, die zeige ich euch jetzt nicht, ist noch nicht ganz so stark wie unsere letzte Base. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja das Problem von Darkside Soul, wenn sie 514er sind und suchen, dann finden sie uns 514er natürlich. Aber wie findet man eigentlich Clans? Ihr wisst, wie man Clans findet. Und zwar hier oben über den Reiter Thorsten, My Clan Clans. Und ich wollte mir mal einen Clan betrachten. Tatsächlich so ein bisschen aus aktuellem Grund. Denn es gab jemanden bei mir, ich weiß gar nicht. Oh, ich habe was ganz vergessen. Es gab bei mir jemanden, der meinte, ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich jemals von irgendeiner Fusion gesprochen habe. Oder so nach dem Motto, suche Leute. Klar, suchen wir immer 14er hier, die mit uns in die Kriege ziehen. Aber nichtsdestotrotz gucke ich mir eigentlich keine Clans an. Ich bin heute mal ein bisschen durch meine Bookmarks gegangen, und einige Clans kennt ihr noch von früher. FC Hollywood, Spätzle mit Soße, Sittesäbel, U18, Dunker, den kennt ihr glaube ich nicht. Das war damals mein allererster Clan hier bei Clash of Clans. Team Bab weiß ich gar nicht, warum ich das noch drin habe. Ist aber nicht so schlimm. Invasion Erfurt, die habe ich mir heute auch angeguckt. Ja, ich meine, bewerten kann ich keinen Clan. Ja, das ist halt ein normaler Clan. Jetzt ist er Clan Level 19, sind sie gerade geworden. Das kann ich so sagen. Aber letztendlich eine Clan-Fusion wird nicht stattfinden. Jeder hat, sage ich jetzt mal so, seinen Clan aufgebaut und möchte den auch sicherlich jetzt nicht einfach so leeren und sagen, komm, wir gehen mal alle in diesen Clan rein. Ich meine, hier sind es auch 42, wir sind im Moment, weiß ich gar nicht, 44 oder 46. Wie will man es also machen? Das, was man sich höchstens vorstellen kann, ist, dass man mit einigen vielleicht in diesen Clan reinkommt. Kristall Liga 2, da geht auf jeden Fall noch was mit 13ern. Aber die selber hier haben, ich habe mal gerade geguckt oder eben geguckt, haben selber auch 13, 14er. Aber scheinbar nicht alle aktiv. Und wenn man dann die Aktiven zusammenfasst, dann kann man natürlich, könnte man schon, ich sag mal so, tauschen, dass man mindestens einen Clan mit nur 14ern befüllt und den anderen dann letztendlich mit aktiven 13ern auffüllt. Wenn hier dann die 14er gar nichts machen, so viel wie vielleicht der Jack hier, der Chris,
der Jack Junior dort. Ja, das sind ja nun 14er, die scheinbar im Moment nicht so wirklich aktiv sind. Und wenn man in Visit kommt, Mensch, 2019, eigentlich ein guter, denke ich mal, stabiler Clan, beziehungsweise Account, was mich gerade schon wieder wundert. Okay, da läuft wohl noch ein Boost, den er noch anhatte, so wie ich das sehe. Hat er aber gar nicht mehr genutzt, dann läuft er wahrscheinlich aus, wenn er mal wieder online kommt. Denn der hat in dieser Saison auch noch nichts gemacht. Ja. Und deswegen weiß ich im Moment nicht, was machst du jetzt damit? Ich wollte es nur mal beantwortet haben. Und ja, wie gesagt, im Moment weiß ich noch nicht so, wo die Reise hingehen soll. Der Clan Free-to-Play macht mir viel, viel mehr Sorgen als der Clan hier bei den Herausforderern. Ich wollte meinen Kaffee gerade nicht kalt werden lassen, Leute. Ich hoffe, das ist jetzt mal gerade nicht so schlimm. Und dementsprechend muss ich das geklärt haben. Der sich bei mir auch gemeldet hat, hat auch so einen komischen Namen. Den finde ich hier auch glücklicherweise nicht. Dann brauche ich ihn hier auch nicht so anzusprechen. Sonst wäre das nämlich so ein böses Wort mit A am Anfang gewesen. Und so kann ich ja niemanden ansprechen. Das ist mir schon immer zuwider in den Livestreams, wenn da jemand reinkommt und hat so einen richtig komischen Namen. Und ich muss den dann so einen ganzen Abend so ansprechen. Weißt du, so, hey, du, ja. Und das ist schon ein bisschen doof, aber ja, vielleicht trifft man sich mal auf dem Discord oder was auch immer, bespricht das mal. Aber so Clan-Fusions, ich meine, wie gesagt, keiner würde jetzt seinen Clan aufgeben und würde sagen, pass mal auf, wir schmeißen den Herausforderer über den Haufen. Wir gehen da alle rüber, zumindest wie 14er von mir aus. Oder, ja, ich meine, ich will mit meinen 13ern auch mitgehen. Und dann nach uns die Sintflut, der Herausforderer-Clan ruht. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Wir sind ja nun gerade erst aufgestiegen und von daher wird das so nicht funktionieren, dass wir da irgendwas zusammenlegen oder. Also so einen kleinen Austausch kann ich mir vorstellen, ja. Es gibt auch noch einen anderen Clan, das sind die Fußpilzpiraten. Die kann ich mir da schon eher vorstellen, vor allen Dingen vom Humor her. Vom Humor her. Und aber ich lasse mal den Tag drin hier. Und aber ihr seht, ich hab hier auch selber noch so ein paar drin, da weiß ich gar nicht, warum ich die eigentlich drin habe. Ich meine, bei einigen weiß ich es natürlich, weil ich in den Clans schon selber war. Zum Beispiel hier bei Felix und bei Felix. Aber einige, da weiß ich es im Moment nicht. Deutschland, da ist nur der Bender drin, den muss ich ja auch mal unbedingt aufs Tablet ziehen. Den habe ich nämlich im Moment noch immer noch nicht auf diesem Tablet hier. Der schlummert noch auf dem kaputten Tablet rum. Und Arctic Fire, warum habe ich die Noobs Cup 3. Platz Turnier Clan? Ach so, es kann sein, dass ich die mal gestreamt habe. Ja. Die Tafelrunde ist auch leer. Ich meine, einige Clans in der CWR Clan für Minis. Der Tafelrunde Clan Level 20. Mal sehen, ob die spielen. Die haben die Mai-Saison als letztes gespielt. Also ihr seht selber, die Clans hier. Ah, und da kann ich mir dann auch schon vorstellen, dass einige Turniere nicht stattfinden, weil teilweise die Clans gibt es nicht mehr. Und ich hatte ja jetzt auch gesehen, auch die, ich nenne sie mal so, obwohl es sie gar nicht gibt, in meinen Augen, Profi Clash of Clans Gamer. Also ich denke mal, als Rooster wirst du immer etwas mehr von so einer WM haben, als reiner Spieler, kann ich mir vorstellen. Aber gut, man weiß es ja nicht so, ne? Mit Werbeverträgen und Fernsehauftritten und so kommt bestimmt einiges zusammen. Und aber letztendlich finde ich, dass es echt wenig geworden ist. Und ich verfolge das ja auch auf vielen Discords, wo gerade jetzt die Angesprochenen echt Probleme hatten, dort Clans zu bekommen, die sich überhaupt für so ein Turnier anmelden. Und naja, ich finde schon ein bisschen, na, wie soll man sagen, ich will nicht sagen, schade, aber so ist das nun mal. Das Spiel ist jetzt 10 Jahre alt geworden und das ist ja auch schon ganz ordentlich. Ich meine, es gibt im Computerspielbereich Spiele, die sind viel, viel älter. Wenn ich da an EverQuest 1 denke, wo ich ja selber EverQuest 2 gespielt habe und das gab es seit 2004 und EverQuest 1 gab es seit 1999 und wird immer noch gespielt und es kommt immer noch Updates raus, ja, also so alt können natürlich auch Spiele werden. Es gibt da ganz, ganz viele, Ultima Online, ich meine, World of Warcraft gehört sicherlich auch schon mit dazu, etc., etc. Und
Aber hier im Mobile-Bereich, glaube ich, ist Clash of Clans auch eins der ersten erfolgreichsten Spiele, würde ich mal so sagen, die es überhaupt gegeben hat. Und auch die anderen Spiele, so wie Heyday, Brawl Stars, Clash Royale, die werden ja auch gespielt. Ja, die werden ja auch gespielt und teilweise ja auch von Clash of Clans-Spielern, so wie mich so ab und zu mal. Also im Moment wird mein Tablet manchmal fremd benutzt für für Brawl Stars. Denn einer meiner Jungs hat das Spiel für sich ganz, ganz toll entdeckt. Habt ihr sicherlich vielleicht auch auf dem Discord gesehen. Er ruft immer mal wieder dazu aus, da ein bisschen in die Clubliga reinzuspielen. Spielt dann halt meine beiden Accounts. So sieht das da aus. Okay, Spätzle 2 ist eigentlich auch nur ein CWL. Da ist das Log allerdings nicht frei, aber es gibt hier doch einige Clans, die hier schon länger nicht mehr überhaupt in der Liga gespielt haben. Ich guck mal hier bei dem hier. Das ist Hollywood, warte. Das ist Hollywood, wo war der Ü18? Da ist noch ein Kumpel von mir drin. Mal sehen, ob der auch noch. Oh, die sind aber ganz gut dabei eigentlich. Muss ich mal so sagen. Tigger kenne ich noch ganz gut. Auch die da oben sind. Estebrügge, Federer, Falk. Das sind noch so mir bekannte Namen, mit denen man früher hier im Clan war. Aber ich gucke jetzt mal Hero Wolf. Da war auch schon echt lange nichts getan. Scheinbar auch nicht mehr aktiv. Keine Ahnung. Und Hexe war damals auch Leader, die ist aber über Rathaus 10 hinweggekommen. Jetzt ist er 11, okay. Aber es gibt aber auch welche, die sind so richtig dabei. Und zwar ist das der Kollege hier, warte. Muss mal gerade gucken, wo ich ihn finde. Heilige Banane. Ist es nicht. Finde ich den jetzt nicht mehr? Eben habe ich den noch gefunden. Den kannte ich als Rathaus Level 9 und jetzt ist er 14 und jetzt guckt euch das mal an. Richtig viel Maxed, Helden Maxed, fast alle Tierchen Maxed und auch eine coole Base, Legende hat er auch schon mal besucht. Also auch so kann man es machen, natürlich mit Einwurf einiger kleinen Münzen zur Entwickler Unterstützung und aber trotzdem coole Sache, finde ich. Und wenn man Spaß am Spiel hat, ist das umso besser. Er hat mittlerweile auch die 1000 Sterne weit überschritten, donated immer nett. Ist schon eine coole Sache und ich kann eben auf jeden Fall kurz mal spenden, bevor ich meinen eigenen Angriff mache. Ich muss mal ein bisschen üben. Muss ein bisschen üben hier für den Clan Darkside Soul und deswegen gehen wir ruhig mal in die Suche rein. Wenigstens einen Angriff und nicht nur gelabert. Das müssen wir eben mal umstellen. Beim Kampf vorher hatte ich leider ein Schleuderholz dabei, was nicht ganz so effektiv ist, wenn du eigentlich mit dem Hybrid angreifen musst, aber es geht. Es geht schon. Aber ich muss natürlich auch so ein bisschen Bases machen, die so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Sinn machen. Was ich eigentlich gerne ein bisschen üben wollte, ist, wenn man so ein Single-Inferno entgegenkommt, weißt du? So ein Single-Inferno entgegen, aber ich glaube, da braucht man mehr als die angegebene Menge an Wutzaubern, glaube ich, Frostzauber. Obwohl, er schießt noch nicht. Das ist cool. Das ist cool. Oh, da schießt aber schon zu viel. Eieieiei. Da muss ich gleich noch einen reinjagen. Donnerwetter. Ich nehme mal den letzten von da. Und ich muss die doch noch mal friesen. Ah, oh, das sind zwei Infernos da. Aber ganz gut gerettet, glaube ich. Meine Mauerbrecher sind natürlich jetzt nicht so ultra gut da gerannt. Da kommt noch ein King. Kommt zweimal den. Na, das hat noch funktioniert, ne? Das hat noch funktioniert. Sehr, sehr schön. Aber Queen ist jetzt leider weg. Deswegen habe ich noch Heiler. Ne, ich habe keine Heiler mehr. Okay, ist nicht so schlimm. Wir gehen hier mit dem King rein. Und außen geht der Packer. Okay. Dann würde ich sagen, wählen wir hier über die Flanke einfach über unseren Hybrid. Wir müssen ja irgendwie hier jetzt zu Rande kommen. Einmal den rein. Einmal da. Den mit dabei. Kurz mal die Zündung hier. Kann man die eigentlich. Ah ne, ich wollte es gerade sagen, kann man die eigentlich giften, weißt du? Aber die kann man friesen, die Queen hier. Okay, weggefriest, perfekt. Mal sehen. Ah, das schießt natürlich nach da.
Boah, sieht doch ganz gut aus. Jetzt nicht ganz so gut, aber naja. Wir haben die zwei Sterne drin, holen uns noch ein paar Prozente. Da oben sind noch ein paar Hogrider unterwegs. Und hier in der Mitte sind noch ein paar Magier. Der Warden ist auch noch dabei. Oh, die Magier werden noch ganz gut geschützt vom King. Okay. Ui, da fliegen so ein paar Magier durch die Luft. Oh ja, immerhin mache ich mittlerweile wieder ein bisschen mehr Angriffe hier in Clash of Clans, auch im normalen Spiel hier, schon allein wegen dem Pass. Ich würde den gerne mal wieder ein bisschen eher fertig haben als am allerletzten Tag. Und deswegen mache ich hier eigentlich immer meine Angriffe ganz nett und übe das ein bisschen weiter hier, vor allen Dingen der Hybrid. Vielleicht ist auch nicht mehr so die gute Angriffsstrategie, aber letztendlich, weiß ich noch nicht, vielleicht die großen Kobolde oder mal wieder die Superdrachen. Schwierig zu sagen. Ich requeste mal normal hier. Und da kommt so, na, das ist ein bisschen doof. Ich muss den mal nach vorne nehmen. Da lief der andere zwar jetzt, aber macht nichts. Haben wir ein bisschen, oh, haben wir da ganz gut im Pass reingespielt. Wie viel haben wir? Wir sind jetzt schon über die Hälfte. 13 Tage haben wir noch Zeit. Okay, ja, es geht ja. Es geht ja. Die Mauerringe nehme ich sofort, damit ich hier gleich eine Mauer machen kann. Wenn ich sogar zwei oder sogar drei, warte mal. Ah, wir können zwei machen. Zwei Mauern können wir machen, glaube ich, ne? Jawohl, Mauerringe da rein. Und wie viel haben wir noch? Uff, 110. Geht doch. Okay, also wir haben uns mal heute mal einen Clan betrachtet. Wir haben mal ein bisschen was hinterleuchtet. Ich hoffe, das hat euch trotzdem mal gefallen. Denn ich habe mir da heute mal ein bisschen Zeit für genommen, tatsächlich, um mal wieder so ein bisschen auch in meiner ganzen Liste da aufzuräumen. Meine Friends-Liste, die gibt es eigentlich gar nicht. Und der Marco hier, ich meine, Marco, ich bin in deinem Clan, ich bin dein Freund, ja, ich bin doch dein Freund. Und der Fatih vom Clan Aserbaikan, ich habe ja so ein paar Freunde, habe ich ja, aber eher super wenig. Okay, ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen, habe ich eben schon gesagt, ich wiederhole mich auch immer gerne. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal einfach dranbleiben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in weiteren Videos. Bis dahin, ciao, ciao, euer Toto, Clashed.